Hallöchen, heute stelle ich euch mal was von Lego vor, aus der City-Reihe. Mit der Nummer 60223. Ein LKW mit Anhänger und Mähdrescher. Und vier Tüten hat das ganze Teil. Und drei Anleitungen. Sage und schreibe drei Anleitungen. Eins, zwei, drei. So sieht das Modell nachher aus. Anleitung 370 Seiten. Anleitung 331 Seiten und 33 Bauabschnitte. Und Anleitung 1 hat 48 Bauabschnitte und 41 Seiten. Kennst du ja, ne? Wie gehabt, ne? Tüte 1, ne? Erster Bauabschnitt, steht auch hier drauf, ne? Hier, ich streiche das mal so. 1, 2, 3 und 4. Dann stelle ich euch mal das Modell vor. Hier haben wir einmal den Mähdrescher aus mehreren Teilen. Einmal das Fahrzeug selber. Und hier kann man das richtig hinmachen. Das sind alles Sticker. Ja, alles Kleber, alles Aufkleber. Die großen Spiegel hier drinnen. Transclear Blue hier, durchsichtig. Dann ist hier die Minifigur drin, schöne Räderchen drauf. Und hier vorne ist das Mähwerk. Das wird dann hier vorne dran gemacht. Und wird dann hier runtergeklappt. So, und dann kann man nachher hier fahren. Das dreht sich auch, wenn man jetzt hier runter teilweise das Mähwerk kann man dann wieder einklappen hier. Ein kleines Spielzeug. Aber schön gemacht. So, dann haben wir erstmal den als nächstes den Anhänger. Dann kann man das hier schön runterklappen. Spielwert. Kann man das jetzt hier vorne wieder abmachen? Fährt hier drauf. Dann kann man es hier einrasten lassen. Das Teil wird dann hier vorne wieder eingeklinkt. Dann hinten wieder hoch die Laderampe. Dann hat man schon mal den Anhänger wieder mit fertig. Und hier der LKW selber, Auspuffanlagen. Ganz unspektakulär, wie man es bei Lego kennt. Dach ab, Männchen rein. Hier die Spiegel, die kleinen Türen hier. Genau auf. Und dann von vorne wieder, ne, Kleberseuche. Wie gehabt. Ist nochmal so. Hier hinten drin ist noch eine kleine Tasse. Dann das Männchen selber. Also ein kleines Spielzeug zwischendurch zum Aufbauen. Und eigentlich gar nicht so teuer. Link und so weiter. Wo ihr es bekaufen könnt und was es kostet, mache ich euch wieder unten rein. Auch die Teile zur Anzahl.
Ist ja hier nicht ersichtlich auf diesen Anleitungen, wie viele Teile das sind. Müsste ich dann gucken. Hier ist auch nicht. Hier ist nur jede Teile Anzahl insgesamt hier, wie viele Teile man dafür verbraucht. Aber die Stückzahl insgesamt ist hier nicht drauf. Dieses auch hier, diese Fenster hier vorne für den Trecker, ja, hier. Und dies hier ist ja vorne für die Scheibe und das kleine ist ja für hinten für die Scheibe hier. Das kann man auch abnehmen und dann kann man das Männchen da reinsetzen. Ja, als Trittleiter gedacht zum Reingehen. Für eine Stadt zum Aufbauen, als City. Das ist ganz angenehm. Eine Vogelscheuche ist auch mit dabei. Bei dem Set hier, diese Vogelscheuche. Und dann hier eben einmal der LKW-Fahrer und einmal eben der für den Mähdrescher. Im Englischen heißt das Ding ja Harvester. So, das war's schon mal.